Hörnerz, heute sind wir in der Karlsau in Kassel auf Safari. Ihr denkt jetzt Safari in der Karlsau, wie passt das denn zusammen? Man denkt doch bei Safari eher an Afrika, vielleicht Großwildjagd früher, heutzutage, in humaneren Zeiten eher an Fotosafari. Wie kann man denn in der Karlsau in Kassel eine Fotosafari machen? Naja, ganz einfach, auch hier gibt es viele Pflanzen und Tiere zu entdecken, teilweise die auch mit sehr exotischen Formen. Dann gibt es allerdings häufig das Problem, ja, man hat ein schönes Bild gemacht von einem Tier oder von einer Pflanze und weiß jetzt nicht, wie diese Pflanze jetzt heißt oder dieses Tier jetzt heißt, was es genau für eine Art und Gattung ist. Dabei kann einem normalerweise Bestimmungsbücher helfen, die etwas schwierig zu bedienen sind und was auch schwierig sind mitzunehmen. Moderner sind natürlich irgendwelche Apps, die einem helfen können bei der Bestimmung. Eine dieser Apps, mit der ihr Pflanzen und Tiere bestimmen könnt, wollen wir euch heute vorstellen. Und zwar die iNaturalist-App von National Geographic und der California Academy of Sciences. Die App gibt es sowohl für Android als auch für iOS und es gibt auch eine Webseite, die man am PC bedienen kann. Links dazu findet ihr unter diesem Video in den Beschreibungen. Warum die iNaturalist-App? Es gibt ja viele andere Anbieter mit ähnlichen Apps, die Pflanzen und Tiere anhand ihres Fotos bestimmen. Allerdings finden wir, dass hinter der iNaturalist-App seriöse Anbieter stehen, nämlich National Geographic und die California Academy of Sciences. Weiterhin ist die App kostenlos, was auch einen sehr großen Vorteil hat, weil viele andere Apps sind nur in der Premium-Version erhältlich. Das heißt, man kann sie erstmal testen und wenn man weitere Funktionen haben möchte, muss man dafür zahlen. Weiterhin hat die iNaturalist-App auch einen Community-Gedanken dahinter, also Stichwort Citizen Science, sodass wirklich die Daten, die ihr sammelt, nicht nur für euch sind, sondern auch anderen zugänglich sind. Diese können euch auch helfen bei der Bestimmung. Falls ihr euch nicht ganz sicher seid, ob denn der Vorschlag, den die App macht, richtig ist, kann das von einem professionellen Wissenschaftler oder anderem engagierten Amateur nochmal überprüft werden. Auch bietet die App die Möglichkeit, bei Projekten teilzunehmen. Das heißt, auch da findet ihr eine Community, in der ihr euch einbringen, beteiligen könnt und eure Fotos sind nicht nur für euch, sondern eben auch einer breiteren Basis zugänglich, die diese auswerten können und damit echte Wissenschaft betreiben können. So, da kommt mal mit, dann zeige ich euch, wie man mit dieser App entsprechend Pflanzen und Tiere bestimmen kann. Ihr braucht dafür nur euer Smartphone und müsst natürlich die App installiert haben. Wenn ihr die App öffnet, seht ihr eine Übersicht mit euren bisherigen Beobachtungen. Rechts unten auf dem Bildschirm findet ihr ein kleines Plus-Symbol, im Bild leider durch meinen Daumen verdeckt. Hierüber könnt ihr neue Beobachtungen hinzufügen. Wenn ihr auf das Plus-Symbol klickt, erscheint ein Auswahlmenü, über welche Quelle ihr einen Beitrag machen wollt. Am einfachsten ist es, vor Ort ein Foto von der ausgewählten Pflanze bzw. dem Tier zu machen. Man kann aber auch ein bereits aufgenommenes Foto auswählen oder über Tonaufnahmen zum Beispiel von Tierstimmen beitragen. Ein Eintrag ganz ohne Bild und Ton geht aber auch. Ich habe hier die Option gewählt, direkt ein Foto der Pflanze zu machen. Im Anschluss macht ihr wie gewohnt ein Bild der Pflanze oder des Tieres, für das ihr euch interessiert. Nach der Aufnahme wird der Infobildschirm von iNaturalist angezeigt, auf dem die gerade gemachte Aufnahme, aber auch zum Beispiel Informationen zum Beobachtungszeitpunkt und Beobachtungsort angezeigt werden. Hier könnt ihr auch angeben, ob es sich um ein Lebewesen in der freien Wildbahn handelt oder zum Beispiel die Pflanze dort vom Menschen angepflanzt wurde. Am interessantesten dürfte aber das Feld »Was hast du gefunden?« ganz oben auf dem Bildschirm sein. Hier könnt ihr, wie der Name schon sagt, angeben, was ihr gefunden bzw. fotografiert habt. Aber keine Angst, wenn ihr noch keine ausgebildeten Biologen seid, über diese Funktion macht euch die App auch Vorschläge, um was für eine Art es sich hier handeln könnte. Ihr könnt eure Aufnahme mit den Vorschlägen der App vergleichen und mit dem Häkchen-Button bestätigen. Dann kehrt die App wieder zur Übersicht mit euren Beobachtungen zurück und ihr könnt mit euren Beobachtungen weitermachen. Nochmal im Überblick. Eine neue Beobachtung starten, Kamera auswählen, um ein Foto zu machen, den Vorschlag der App mit der eigenen Beobachtung vergleichen, für Details zu den vorgeschlagenen Pflanzen bzw. Tieren kann man auch auf einen der Vorschläge der App klicken, am Ende nicht vergessen, die Auswahl auch zu bestätigen.
die App bietet auch die Möglichkeit, mehrere Aufnahmen zu machen. Das ist vor allen Dingen dann hilfreich, wenn ein Motiv mehrere Gestaltungsformen aufweist. Das ist zum Beispiel bei Bäumen besonders gut ersichtlich, denn neben der eigentlichen Gestalt des Baumes sind auch die Blätter sehr charakteristisch, auch die Rinde weist charakteristische Features auf. Und natürlich kann ein Baum auch Blüten oder auch Früchte tragen, sodass sich alles zur Identifikation eignen kann. Wie bereits erwähnt, bietet die iNaturalist-App auch die Möglichkeit, über einen Browser auf dem PC oder Laptop auf die Daten zuzugreifen. Dazu ruft man die Webseite www.inaturalist.org auf. Dort kann man sich dann anmelden. Dies kann entweder über eine E-Mail oder aber auch über ein Facebook- oder Google-Konto passieren. Ruft man die Webseite auf, landet man als erstes in seinem Dashboard. Dort sieht man aktuelle Nachrichten. Man sieht dort aber auch, ob die eigenen Beobachtungen von anderen Leuten begutachtet worden sind. Eventuell sind die eigenen Beobachtungen präzisiert worden oder ergänzt worden. Alles das kann man in seinem Dashboard sehen. Ausgehend vom Dashboard kann man sich seine eigenen Beobachtungen anschauen. Dahin kommt man, indem man in den entsprechenden Menüpunkt hier oben Beobachtungen geht. Und schon erscheinen die eigenen Beobachtungen übersichtlich tabellarisch dargestellt mit Bild, Uhrzeit, Datum, Ort. Und man sieht auch in einer Kartenübersicht, wo man diese Beobachtung gemacht hat. Scrollen wir jetzt etwas nach unten, finden wir auch wieder zum Beispiel den blutroten Storchenschnabel, den wir weiter vorne im Video ja aufgenommen und klassifiziert haben. Auch hier kann man Beobachtungen hinzufügen über diesen entsprechenden Menüpunkt. Wenn man also zum Beispiel noch Fotos von früher auf dem PC hat oder auf dem Laptop hat oder eventuell Bilder mit der Digicam gemacht hat und nicht auf dem Smartphone hat, kann man hier die Beobachtung hinzufügen und dann ähnlich wie in der App die entsprechenden Arten klassifizieren. Das Schöne ist aber auch, dass man sich auch die Beobachtungen anderer Leute anschauen kann. Das geht über den Menüpunkt Entdecken. Hier taucht als erstes eine Kartendarstellung auf, die erstmal nur alle regionalen Beobachtungen anzeigt, hier im Raum Kassel, weil wir uns ja im Raum Kassel befinden. Hier steht jetzt jeder dieser Punkte für eine eigene Beobachtung. Klickt man so einen Punkt an, dann lädt die App das entsprechende Bild, die entsprechenden Informationen zur Art und auch wieder Datum, wann diese Aufnahme gemacht worden ist und eventuell, wer diese Aufnahme gemacht hat. Man kann das aber nicht nur regional sich anschauen, sondern auch überregional. Dazu entfernt man einfach den entsprechenden Filter und kann dann auch mit den entsprechenden Buttons aus der Karte rauszoomen und sieht dann, wie viele
Beobachtungen schon in Europa oder sogar weltweit gemacht worden sind. Kann ja auch in den Vollbildmodus gehen. Man sieht, es gibt Bereiche, wo sehr viele Beobachtungen schon gemacht worden sind. Und es gibt auch Bereiche, wo es noch gar keine Beobachtungen gibt. Man hätte jetzt nicht nur die Möglichkeit, selber Beobachtungen einzustellen oder sich die Beobachtungen anderer Leute anzuschauen und auch diese eventuell zu präzisieren, sondern man kann auch direkt mit Freunden und Bekannten ein Projekt gründen oder daran teilnehmen, wenn die schon ein Projekt erstellt haben. Dazu geht man auf Community, auf Projekte und sieht dort, welche anderen Projekte es eventuell schon gibt. Suchen wir doch mal das Projekt des SFN. Dort ist es, SFN at Home. Und hier sehen wir, dass das noch relativ leer ist. Es sind erst zwei Beobachter vorhanden. Das sind Felix und ich. Wir haben die App ja schon für euch getestet. Deswegen schaut ihr euch ja das Video hier an. Man sieht hier aber auch, wie viele Beobachtungen schon gemacht worden sind, wie viele Arten und wie viele sich aus der internationalen Community beteiligt haben, unsere Beobachtungen entsprechend besser auszuwerten. Wir hoffen, dass ihr euch in den nächsten Wochen und Monaten auch hier bei diesem Projekt beteiligt. Ich hoffe, wir konnten euch mit der App einen kleinen Einblick geben, wie man selber zu Hause auf Safari gehen kann. Sei es im Park, sei es im Garten, sei es auf dem Balkon, vielleicht auch nur auf dem Blumentopf auf der Fensterbank. Überall lassen sich faszinierende Entdeckungen machen und einen Beitrag zur Wissenschaft leisten. Ich selber werde jetzt hier noch ein bisschen auf Safari gehen, ein paar Fotos machen. Ich hoffe, ihr werdet das dann auch tun. Aber denkt immer daran, hinterlasst keine Spuren, zertrampelt keine Pflanzen, brecht nichts ab, nehmt nichts mit nach Hause, stört keine Tiere, hinterlasst alles so, wie ihr es vorgefunden habt. Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.